Ich habe nur 4 Abschüsse gemacht. Ja, aber dafür gibt es immerhin einen Key. Es läuft hier sonst noch so rum, beziehungsweise liegt hier sonst noch so rum. Hör auf zu ruckeln. Nichts? Nix gab's dafür. Das war ja jetzt aber auch nicht so der Bringer. Okay, gut. Naja, egal. Alter Ego, Funkstille, da müssen wir hin. Yep, da müssen wir hin. Das heißt... Petrohol. Aber interessant, interessant. Ach doch, da kriegen wir die Belohnung. Ah, da gibt es noch Skript und so weiter und so fort. Habe ich tatsächlich körperliche und geistige Kräfte Informationen erhalten? Welcome, Mr. Truman. I hope we did not keep you waiting long. Neue Mission. Fine, I did not expect to meet Dr. Karl von Bach himself. Don't you have more important things to do? Under my direction, we've improved the transmission process of the latest ego strain. Oh, I see. Yes, right on schedule. That's incredible. I've never felt so... What? Never felt so... what? Directed. Okay. Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Halt die Klappe, deutsche Ego. Ich bin jetzt gerade im Englisch-Modus. Ah, noch 200 Meter. Dann sind wir da. 200 Meter! Autsch. Ach, komm schon. So kommen wir ja denn nie an. Wenn wir hier endlich ständig... So, hüpp. Die Gabelung. Mal sehen. Da hinten ist die weitere Mission. Aber vorher gucke ich noch mal ins Inventar. Was wir denn da jetzt gekriegt haben eben. Und zwar ein Druckluftgewehr. Extrem hohe Feuerrate und mit sehr starkem Rückstoß erfordert eine gewisse Kontrollfertigkeit. Zack, hier verkaufen. So, wir haben einen Qualbringer erhalten. Parasiten. Nee, ich weiß nicht. Infektor? Qualbringer? Der hat irgendwie mehr als dieser Infektor. Na, dann hauen wir den mal raus. So, was haben wir noch gekriegt? Nix, das war's. Gut. Ja. Dann gehen wir mal und nehmen die Gabelung an. Es sei denn, ich mach die... Nein, ich mach nicht die Nebenmission. Nee. Wir machen jetzt weiter Staffel 2 Hauptmission. Alter Ego, Funkstille. Rosa versucht, Kontakt mit ihrer Verbündeten Camden Pace herzustellen. Aber ihre Übertragungen werden überlagert von den Übertragungen aus Silicon Valley. Ja. Hunter, I've been trying to get in contact with my friend Camden Pace for the better part of a month, and I've heard nothing. I sent the coordinates to some comm stations in San Francisco. Those online, I should be able to cut through the interference. Camden's an old friend from Fort Defiance. She's been butting heads with Uncle E-Rap, and I want to know if she needs help. Hier irgendwo muss doch dieses Graffiti-Ding sein. Ich sehe das doch. Ah, da ist es. Haha. Du. So. Zeichen von Defiance. Hinterlasse ein Zeichen von Defiance. Jupp. So. Wenn das schon mal auf der Karte ist, dann können wir das auch mal machen. So. Außerdem ist das hier ja nach dem Ende der Serie quasi das Einzige, was von der ganzen, was aus dem ganzen Universum noch bleibt. Also bin ich sehr daran interessiert, wie die Story hier weitergeht mit Von Bark. Warum habe ich mir eigentlich keinen Marker gesetzt? Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich hinfahren soll. Weil hier ist das mit den Straßen so ein bisschen anders. Ups, habe ich ihn versehentlich angefahren. Das wollte ich nicht. Au! Autsch.
Hip. So, dann sind wir ja gleich da. Oh Gott, diese ganzen Alien-Viecher hier. Ich hasse diese Viecher. Weil... Ah, die kommen so aus dem Boden raus, die Drecksviecher. Komm schon. Was ist das? Stimmladung. Boah, da das Schild so lange braucht, ist echt nervig. Ich muss mal gucken. Was ist denn mit den Schildern hier? Mal sehen, 2,4 Ladeverzögerung und der hier 9,6 Ladeverzögerung. Mal sehen, der hat aber nur 1400. Was hat mein... Komm hier jetzt, vergleich mal. Wett? Nein, ich will das nur mit sich selbst vergleichen. Alter, kann er wohl nicht angehen. A1 sind wir momentan, das heißt, wir müssten hier unten irgendwo... Da, den hier haben wir drauf aktuell. Schadensabwehr gegen Elektro, 1900, aber der braucht so lange zum Aufladen. Na gut, egal. Warum stand da eben, dass sie den beschützen sollen? Ist der jetzt tot? Gut. Lieber nochmal drauf schießen. So, dann gehen wir mal und hacken hier dieses Funkding. Ach, da muss ich jetzt Enter gedrückt halten. Uplink established. Camden? Cam, can you hear me? Mhm. I'm not getting audio. But I may be able to use a text repeater to get her attention. Auf Move on to the next Tube drücken. Okay, ihr könnt euch eine SMS schreiben, Mädels. Oder euch einfach bei WhatsApp adden. Alter. Ich glaube nämlich, dass das Ganze darauf hinausläuft, dass wir zu Silicon Valley quasi aufbrechen. Ich hätte hier echt mein Navi einsetzen sollen. Ah, ich hasse das. Hör auf, rückwärts zu rollen. So, kurz mal Turbo aufladen. Und dann... Komm schon! Hep, geht doch! Okay. Komm schon! Naja, schalte die dunkle Materie. Die dunkle Materie kann mich jetzt mal kreuzweise. Uiuiuiui! Au! Ah! Oh Gott, das sind tatsächlich Mutanten. Au, lass den Scheiß. Fuck. Toll. So kackmutierte Mutanten. Was rede ich denn da? Alter! Kurz mal neu starten. War's das? No. Oh.
Ah, lad doch nach schneller. Alter! Das sind ein paar viele Gegner. Das Fatale ist ja, dass aus denen diese Alien-Viecher werden. Komm schon! War da nicht noch einer? Boah. Das ist ja echt mal nervig hier. Vor allem reichen 15 Schuss da auch nicht. Alter, jetzt triff doch mal, dämliche Bitch. Komm schon. Alter. Gott, ist das nervig. Diese Drecksviecher. Alter, ich will doch nur dieses Funkkack-Ding da aktivieren. Ich will doch nie eine Stunde rumkämpfen müssen. So. Uplink active. Cam, can you hear me? Nein, nicht da oben. I'm being tracked. I've gotta go dark for a minute. Hit the next comm unit, Arc Hunter. I'll see what I can do to encrypt my signal. Ja. Also diese von Aliens befallenen Typen, die sind echt ätzend. Weil, wenn man die einmal umgebracht hat, dann respawnen sie als Aliens. Und wer auch immer sich den Scheiß ausgedacht hat, boah, nee, echt jetzt. Ich würde am liebsten dich verprügeln und, keine Ahnung, weiß nicht, deine Katze entführen oder deinen Wellensittich mit Popcorn füttern oder was auch immer. Ehrlich, das sind so Sachen bei einem Spiel, die sind nervig. Wenn ich den einmal abknall, dann ist der tot. Da gibt's kein Respawnen. Vor allen Dingen respawnt er dann auch als ziemlich fieser Gegner. Und ich hoffe, dass hier jetzt keine Gegner sind. Wenn ich hier jetzt einmal mit Turbo... Ah. Natürlich knall ich genau gegen den einen, der im Weg steht. Natürlich sind hier wieder Gegner. Autsch. Nächster Rang Maschinengewehre. Alter. Boah. Wie viele von diesen besessenen Wichsern sind hier denn? Boah, ist das nervig.